Bevor ich zum Theater ging, da waren, glaube ich, nur 6 Wochen oder 7 Wochen Zeit oder was, da kriegte ich einen Chauffeur mit einem 170V Mercedes und konnte durch sämtliche Werke fahren, überall Gespräche führen, alles im Auftrag des Vorstandes. Beim Merkwürdig des Vorstandes. Und dann war es soweit, dass ich dann ans Theater ging. Und da sagte ein Vorstandsmitglied zu mir, Herr Dr. Kohlitz war das, Herr Nebeling, so haben wir uns darüber nicht gedacht. Das war mir egal, ich wollte zum Theater. Ich hätte vielleicht also den Untergang von Mannesmann durch einen Cricketspieler verhindert. Ne? Bei Stählerne Adern war es so, dass der Vorstand diese Filmarbeit als eine ganz persönliche Belustigung empfand. Es war also die Musterabnahme, kann man sich mal vorstellen, fand vor dem Vorstandsgremium immer statt. Die sahen sich immer so die gedrehten Muster von ein paar Tagen an und kicherten und lachten. Und dann bin ich dann zu dem Herrn Direktor Müller gegangen, sein Büro, und sagte also, und hab mir das probiert. Hinter uns liegen Einblicke in Produktion und Verwendung des nahtlosen Stahlrohres. Seine Erfindung war eine geistige Tat. Sie öffnete der Technik neue Bahnen, ließ riesige Werke entstehen. Aus ihnen ziehen stählerne Adern lebenspendend in alle Welt.